Das ukrainische Justizministerium hat nach eigenen Angaben inzwischen 40.000 Fälle russischer Kriegsverbrechen registriert. Ziel des Ministeriums sei es, Verbrechen der völkerrechtswidrigen Aggression und die des Genozids konkret zu verfolgen, so der ukrainische Justizminister Denis Maljuska im Interview mit der Welt. Die ukrainischen Behörden kümmerten sich um die Beweissicherung vor Ort. Der Internationale Strafgerichtshof ermittle gegen Personen, auf die wir keinen Zugriff haben. Diese Strategie ziele darauf ab, dass dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in einem Sondertribunal der Prozess gemacht werden könne. Die Europäische Union hat sich für die Einrichtung eines Sondertribunals zur Ahndung von Verbrechen Russlands ausgesprochen. Der Europäische Staatenbund werde mit dem Internationalen Strafgerichtshof zusammenarbeiten und dabei helfen, ein Sondergericht einzurichten, das über die Verbrechen Russlands urteilt, schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch beim Online-Dienst Twitter.